Hier beschweren sich gerade einige Leute über den netten Herrn, der etwas jünger ist. Wieso? Oder mit welcher Begründung? Ja, also, beschweren sich halt ein bisschen. Warum? Weil er was macht? Ach, wegen der Stimme. Ach, wegen der Stimme? Mein Gott, ich meine, nicht jeder kann eine tiefe Stimme haben. Also, das kommt doch. Wenn er da Bock hat zu zocken und die Eltern ihn lassen, da können wir ja nichts gegen tun. Und solange er hier nicht irgendwie trollt oder sonst was, kann ja jeder mitzocken. Egal, ob er eine junge oder alte Stimme hat. Werden die Spikes dahingestellt? Also, das finde ich nicht wichtig. Oder? Also, wenn es jetzt ein Let's Play wäre, würde sich der ein oder andere eventuell nicht angucken, aber... Ja. So. Jetzt mache ich noch ein paar Füße. Schuhe. Close Boots. Die Fackel kann ich eigentlich mal wegwerfen. Das ist... So. Papier braucht man auch nicht, das ist ja völliger Quatsch. Die Plattbags kann man hier oben drauf packen. So, wie sieht's mit Craften aus? Da sind die Schuhe. So. Da sind noch Fragments. Wie sieht's hier aus? 250 können wir mal rausnehmen. Munition habe ich genügend. Ich habe noch Red Pills, ich habe noch den Bogen. Dann mache ich mir auf jeden Fall noch ein paar Pfeile. So, Patronen packe ich mal hier rein. Pfeile, Arrows. Mal lang, denke ich mal. Stein, die Thunfisch lassen wir, das lassen wir hier. Wie sieht es mit Essen aus? 2800, passt auch. Ja, gut. So. Wie sieht es mit euch aus? Hat jeder einen Bogen, um sich, sag mal, im Maximalfall zumindest mit dem Bogen verteidigen zu können? Fehlt jemand noch eine Stein? Ich bräuchte ein bisschen Holz noch für Bogen, dann hätte ich einen. Okay, warte mal. Okay, ich guck mal, ob ich noch was hab. Moment. Wer braucht denn einen Bogen? Hunting Bow. Hunting Bow. Hunting Bow. 35. Eine Frage. Hättest du ein kleines bisschen Stein für uns? Ich hab noch 5 Stein. Ich hab auch noch 5. Okay, das reicht nicht ganz. So, wer braucht Holz für einen Bogen? Wer war das? Ich. Hier. Wo war das? Hier hinten? Ja, dann dreh dich mal um. Ich brauch 25. Danke. So viel Holz habe ich leider nicht mehr. Ich habe jetzt noch... 22 Holz habe ich noch. Es wird doch jemand anders noch Holz haben, oder? Ja, das reicht. Okay, wo bist du? Sky, da ist er. So, und 5 Steine braucht jemand, oder? Irgendjemand hat Steine... Kommen wahrscheinlich alle, aber... Ja, ich brauche Steine. Da liegen jetzt 5 auf dem Boden. Jemand hat, der sie braucht, soll sich bitte nehmen für Pfeile. Ansonsten werfe ich jetzt auch noch 5 in die Mitte. Oh, ich spreche. So, ich habe auch noch 5. Könnt ihr kurz auf mich warten? Ich gehe kurz Holz fahren. Wir Fuß? Ja, wir können doch alle... Wir müssen ja nicht alle zusammen losrennen. Wenn ich dir genug Metal Fragments geben kann, kannst du mir eine Shotgun machen? Ja, kann ich. Ja, warte. Ich brauche noch ein bisschen, dann gebe ich dir das gleich. Boah, was hier los ist. Hammer. Es ist hier schon so zugebaut. Ja, weiß noch. Das ist so episch hier gerade. Ja, finde ich auch cool. Ist ja echt was los hier. Das Problem wird nur sein, hier haben ganz viele nur eine Shelter hingebaut. Da oben ist noch normale Foundation, da kann man halt nicht drauf stacken, gell? Sonst könnte man noch oben drüber was bauen und solche Sachen. Ja, wir sind ja gerade an unserem Komplex hier am Bauen. Ja. Ist auch die Frage, wie lange das hier bleibt, ob man nicht vielleicht einfach da umzieht dann. Irgendwann mal. Ja, oder weiter hier hoch den Hügel oder sowas. Ja.
Gut, ich würde sagen, ich würde nochmal eine Runde gehen. Und zwar einmal hier in Berg hoch, einmal rechts herum zum Red Town. Und ja, wer Bock hat mitzukommen, ansonsten gerne auch verteilen. Da müssen wir noch Material zusammenkriegen, dass so möglichst jeder bald hier seine Hütte gebaut hat. Ja, ich meine, das falsche Fundament. Bitte was? Nein. Das ist richtig, das Fundament. Du musst nur noch 4 Pillars hinsetzen, also 4 Pfosten an jede Ecke. Danke. Vielleicht können die anderen ihm auch helfen, sodass jeder zumindest eine Hütte hat, wo er sich zurückziehen kann, falls irgendwas passiert. Und dass er seinen Schlafsack hier hat, um hier wieder aufzutauchen. Auch noch 4 Stones und ein Holz für Pfeile halt. Du kannst von mir zumindest 4 Schuss haben oder sowas, warte mal. Okay, danke. So, dann gehen wir mal. Wer sagt gute Nacht? Gute Nacht, wer immer da geht. Ich hab's jetzt nicht mitgekriegt. Hufgeil. Was Hufgeil? Hufgeil. Ich hör's trappeln hinter mir. Hinter mir sind Pferde. Ach, wie cool. Das finde ich irgendwie cool lustig. Find's übrigens cool, dass ihr euch alle anständig verhaltet. Finde ich sehr nett. So macht's ja mir Spaß zu zocken. Ich musste nur einen bannen heute. Und das bei 200, über 200 Zuschauern ist echt gut. Ja, finde ich klasse. So macht mir das Spaß und so werde ich auch öfter streamen. Das Problem ist immer, wenn manche anfangen zu trollen oder hier sich gegenseitig vielleicht umbringen, dann macht's halt irgendwie keinen Spaß. Ich meine, mal erschossen zu werden ist überhaupt kein Problem. Weißt du, da habe ich echt kein Thema mit, auch zu sterben. Aber ich finde halt gerade, wenn einer irgendwie sich Spaß draus macht, einfach hier zu stören oder sowas, das finde ich, macht irgendwie keine Laune. So viel cooler, hier in einer großen Gruppe lang zu ziehen und jeder hat Spaß. Magst du Kinderriegel? Oh ja, Kinderschokolade, yummy. Finde ich total geil. Kinderschokolade ist der Hammer. Der das erfunden hat, der hat irgendwie... Das ist das Crack für die kleinen Kinder. Ich finde, Kinderschokolade ist so der Kracher vom Geschmack her. Da kommt auch nichts ran. Und es gibt auch keinen nachgemachten Kinderriegel. Das finde ich das so interessant, dass es keine Industrie schafft, einen Kinderriegel nachzumachen, der nach Kinderriegel schmeckt. Es gibt ja so viele von Aldi und Lidl und wie sie alle heißen, die das alles nachbasteln. Und das schmeckt so schlechtes Zeug im Vergleich, da esse ich lieber keine Schokolade. Aber Kinderriegel ist der Hammer. Der Burner, wie man so schön sagt. Oder sagt man das schon nicht mehr? Ich liebe Kinderriegel, no homo. YOLO. YOLO, genau. Übrigens, wenn ihr einen guten Film sehen wollt, dann guckt euch das fantastische Leben des Walter Mitty an. Finde ich geil, den Film. Habe ich zuletzt im Kino gesehen. Der war so richtig cool. Ich weiß nicht, ob das für jeden Film ist, aber das war so ein klasse Film. War wirklich, der kommt unter meine Top 10, die wahrscheinlich mittlerweile schon Top 20 sind. Der war geil. Hast du ein Reh? Nur der jetzt Essen braucht. Nö, ich brauche keins. Ich werde verfolgt. Hilf mir jemand. noch eine Frage. Ob du auf dem Server weiterspielst oder nur heute für den Stream? Also für meinen Let's Plays habe ich einen eigenen Server oder beziehungsweise suche ich mir einen, je nachdem. Für Streams und so gelegentliches Zocken, was leider sehr selten nur vorkommt, werde ich hier sein. Also... Wie gesagt, also wenn ich hier so gelegentlich wieder streamen sollte, werde ich hier sein, wenn das denn gut läuft. Ansonsten, ja, so schnell wie das hier geht, wie sich das hier alles aufbaut. Da hinten farmen sie schon weg. Oh, da ist aber viel Kram da hinten. Ich will auch noch was, die sind alle schneller. Ah, Snuddy schreibt gerade, er schaut gerade The Wolf of Wall Street. Ah, ja, der scheint ja auch ganz gut zu sein. Will ich im auch noch Kino, machen. Live aus dem Kino hier bei Twitch dabei. Cool. Ja. Aber wenn das mal keiner von, genau, von den Gesetzeshütern liest hier. Ja, Wolf of Wall Street, das war die Wahl. Entweder diesen Walter Mitty da oder Wolf of Wall Street. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Walter Mitty war für mich jetzt persönlich die bessere Wahl. Der war so cool, der Film. Ich kann euch das nur ans Herz legen. Ich meine, der läuft schon sehr, sehr lange. Aber viele Jugendliche gucken ja gar nicht mehr im Kino. Steine geben oder eine Hatchet? Zwei Steine hätte ich.
Du Biobatterie, oder? Moment. Jo. Hast du? Jo, gut. Also der Volta Mitty war echt so geil. Richtig, so letztes Mal bin ich so nachschwingend aus, wie hieß der? Ah, mit den Würmern, Bugs und Starship Troopers rausgegangen. Das ist schon sehr lang her. Das ist schon sehr lange her, ja. Nein, das war erst vor 2 Jahren oder so. Starship Troopers war, glaube ich, ist noch nicht so lang her. Oder? Starship Troopers ist von 97. Ach Mann, das ist doch gar nicht so. Was haben wir denn jetzt? 98 oder 99 sind wir mittlerweile. Ach nee, 14, Mist. Ja, da war ich im Kino, der war so cool, der Film. Also für die damaligen Verhältnisse, ich finde ihn heute auch noch cool. Ja, ist auch so ein Film, den kann ich mir immer wieder angucken. Ja, war echt super. Aber auch nur den ersten. Ja gut, die danach kamen, das war ja ein schlechter Scherz. Also da musst du ja wegen Geschmacksverirrung musst du die Leute verklagen. Ach ja. Cool, macht richtig Spaß mit euch zu zocken heute. Heute macht's mir richtig Fun. Und wie gesagt, nächstes oder übernächstes Wochenende, das weiß ich noch nicht. Planet Side 2. Ich mache noch ein Ankündigungsvideo und dann werden wir... Oh, hier hat jemand noch sein... Dann haut ihr auf die Kacke. Ja. Kannst auch dabei sein. Ich muss arbeiten. Ah, du musst arbeiten, das ist schade. Na gut, wir zocken ja so oft zusammen. Ich grüße dich auch mal. Das ist aber schön. Ja. Ach ja. Immer dieses Real Life blöd, ha? Wobei das, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass man nebenbei noch eine normale Arbeit hat und nicht den ganzen Tag nur daddelt. Ja, weil man dann so versumpft in diesem Ganzen. Wir haben es ja, weißt du noch, als wir Urlaub hatten, da. Da haben wir es ja. Na, übertrieben haben wir es nicht, gell, aber. Aber wir haben schon ganz schön viel gedaddelt, oder? 7 Days haben wir ja so viel produziert, dass wir jeden Tag eine Folge bringen konnten. War aber irgendwie cool, oder? Der Sommerurlaub war schön. Ja. Fand ich irgendwie... Hat mir zumindest sehr viel Spaß gemacht da in der Zeit. Ich freue mich auch auf diesen Sommer. Ich habe wieder 3 Wochen Urlaub. Gut, in der letzten Woche ab auf die Gamescom. Ich habe gar keinen Urlaub. Du hast gar keinen? Also du wirst dann Freitag auf die Gamescom fahren? Ja, seit dem letzten Urlaub habe ich jetzt eigentlich fast über ein Jahr keinen Urlaub mehr. Als Sperre oder wie? Ja, gut, ich habe ja den letzten Urlaub wann war denn das? Dezember, glaube ich. Okay. Bis April bin ich ungefähr mit der Ausbildung dann zu Ende. Wenn ich übernommen werde, dann hast du ja erst generell mal erstmal ein halbes, dreiviertel Jahr Urlaubssperre. Ja. Das heißt, es summiert sich dann schon. Hier geht's raus. Ist hier noch was? Oh, ist ja alles abgefarmt. Ah, hier. Was hältst du von Animes? Ich habe früher Mangas geguckt. Nennt man das auch so? So. Animes. Ich habe früher Fist of the North Star und Akira und solche Sachen. Das waren zu meiner Zeit die... Sind das Animes? Ich glaube ja, oder? Ja. Sowas habe ich gesehen. Also Akira ist ja was ganz Bekanntes. Das ist ja schon fast kommerziell, muss man schon fast nennen. Und Fist of the North Star ist da, glaube ich, auch. Und Prinzessin Mononoke und so ein Kram. Das waren so die Filme, die ich geguckt habe. Aber mittlerweile gucke ich gar nicht mehr. Ich habe mir, glaube ich... Ich habe mir zuletzt Death Note habe ich angefangen zu schauen, aber ich gucke... Ja, aber sehr weit weg. Also bis wir da sind, ist mit Sicherheit der Kram weg. Das ist ja sehr weit weg gewesen jetzt da hinten. Hat denn einer was gefunden, was interessant ist? Nee, bis jetzt nicht. Already know. Ich habe eine Formel-1-Granate, wer sie noch nicht kann. Kann sie? Handy.
Ja, okay. Ich werf's hier hin. Ja, danke schön. Was waren mal Mangas? Ja. Aber ja, Death Note habe ich angefangen zu gucken. Fand ich eine interessante Story. Aber so wirklich habe ich nicht. Habe ich noch nicht gesehen, ne. Band of Brothers. Echt? Als Manga? Ich kenne das als Serie. Oder? Band of Brothers ist doch diese Kriegsserie von Steven Spielberg. Die ist auch sehr geil. Oh, da hatte ich meine 5.1-Anlage neu. Ganz am Anfang, wo 5.1-Anlagen noch total modern waren. Und da habe ich meinen Nachbarn geärgert. Ist ja auch so ein Film, der richtig knallt. Ist echt übel. Du kommst hier überhaupt gar kein Material. Ich habe nicht viel mitgenommen hier. Vielleicht 2, 3 Sachen. Kaum Kram irgendwie. Wer hat denn schon eine Pickaxe? Ich hatte eben welche, aber die habe ich verschenkt beide. Ja, ich habe einen Research-Kit, dann kann ich die mal forschen. Ich hatte leider keine. Ach, hier sind wir ja. Fast vorbeigelaufen. Ja, ich brauche die quasi nur mal kurz ausgeliehen, um das zu erforschen. Boah, das wird ja aber richtig hey, groß. Nachbarn. Hallo! Wie sieht's aus? Ich bin am Craften. Und was macht ihr so? Mögt ihr Fußball? Nein. Nein. Ich ja, Hirnschutz nicht. Nein, bin kein Fußball. Also, wenn man in Frankfurt lebt, ist man ja, sag mal, so Semi-Eintracht-Frankfurt-Fan. Oder muss man nicht sein, aber kann man sein. Ich habe ja überhaupt nichts hier gefunden. Das ist wirklich, wenn du diese Horde hier rumziehst, kommst du dann kaum Ressourcen. Ich meine, ich habe jetzt ein paar Metal Fragments. Aber ich bin wirklich kein Fußballfan. Nee, kann ich nicht behaupten. So. So, Steine. Ich könnte mir noch ein paar Pfeile herstellen. Ja, das sieht echt, schreibt gerade hier, Terax schreibt, eine richtige Siedlung. Das sieht so ein bisschen aus von außen wie das Gallia-Dorf bei Asterix und Obelix. Ja, gell, auch mit diesem Palisaden davor, ja. Ich kann den craften. Oh. Kann mir einer sein Lernpack geben, weil ich habe eine Pickaxe. Mögt ihr Formel 1? Bitte lernen ist unnötig davon. Bitte was? Nee, irgendwie nicht. Ich habe so viel Ingame-Sound hier. Was hast du gesagt, Sven? Mögt ihr Kabel 1? Nicht Kabel 1, Formel 1. Formel 1? Nein, auch nicht. Ich stehe mir auf Deutschland-Rallye. Sowas, wenn die so mit diesen Autos durch Wälder fahren, wo du mit dem Fahrrad noch nicht mal schnell durchfahren möchtest. Ja, ja. Das finde ich beeindruckend. Das finde ich auch eine Leistung. Aber auf dem Rundkurs einfach nur so rum, nee, das finde ich irgendwie... Ich fahre das unheimlich gern. Colin McRae Rallye habe ich ganz viel gespielt. Ich habe hier auch so ein... sündteures Lenkrad hier und dann beziehungsweise die Pedalerie unterm Tisch stehen und hab da mal Simulationen gespielt. Gibt's von, wie heißen die, Simbin oder sowas? Gibt's GTR Evolution oder so ein Kram heißt das? Keine Ahnung. Das sind so richtige Simulationen. Mag, also, mag keine Rennspiele. Ja, das, also, das ist das Einzige, was ich mal ein bisschen gespielt habe, ist Dings Need for Speed Underground. Zwei Errors. Kabel 1. Kabel 1, ja, mag geworden, ich Kabel 1. Nein, ich gucke überhaupt kein Fernsehen. Also, ich gucke, wenn dann YouTube oder... Ich bräuchte mal hier, mit den Metal Fragments muss man doch irgendwas Anständiges anfangen können. Ich habe überhaupt keine Rezepte. Was hältst du von Star Wars? Geil. Geil ist Star Wars gut. Bierfuß, kannst du Kevlar craften? Ja. Kannst du mir, ich würde dir Metallfragment, komm mal mit rein, du kannst es ja, komm mal mit rein bei mir. So, in der Kiste sind Metal Fragments und da in der Ecke ist eine Workbench, vielleicht kannst du mir ja mal ein Oberteil und eine Hose oder sowas herstellen, das wäre cool. Jo, gerne. Was hat er gesagt, Star Wars? Haben wir uns vorhin doch drüber unterhalten, ja, aber nur die alten, also aus den... Kann mir einer ein Lernpack geben? Ja, alles was du brauchst, also ich weiß jetzt nicht, wie viel man braucht für den Kevlar-Kram. Ja, okay. Ich brauche ein Lernpack. Das nennt sich auch
Research Kit. Das ist ein Research Kit und das kannst du nur einmal verwenden, das Research Kit. Das wird dir keiner geben, wenn er es gefunden hat. Außer er hat so viel über. Aber im Moment ist das so rar, das wird jeder für sich behalten wollen. Das ist nicht mehr wie vorher. Ich krieg meins. Hier, Skyrider, du kriegst meins. Danke. Irgendjemand hat mir das gerade geklaut. Was? Nee, Star Wars war cool, ja. Die alten vor allen Dingen. Muss ich schon sagen, das war irgendwie. Irgendjemand hat mir das gerade geklaut. Kann mir irgendwann eine Metall gehen? Oder eine Metalltür? So. Müsste irgendwie nochmal einen Backup-Schlafsack legen, aber hier. Wenn du, wir brauchen noch Leder, ein bisschen. Leder noch, okay. Hab ich leider keins mehr. Müssten wir noch ein bisschen farmen gehen, aber das ist ja schwierig, wenn die Horde hin. Leder bräuchten wir noch. Moment, ich guck mal eben, ob ihr noch was. Habt ihr noch einen Raid vor? 20. Wenn wir ein bisschen ausgerüstet sind, können wir mal gucken, was hier noch so passiert. Für was braucht ihr das denn? Ich hab noch 27. Ja, das wäre cool, er will mir Kevlar-Klamotten herstellen. Hat jemand überflüssiges Zeug, das er mir geben kann? Vielen Dank. Bitte schön. Welche Star Wars Episode war die geilste für dich? Oh, schwierig. Also ich kann mich dazwischen 2 und 3 nicht entscheiden. Also im Endeffekt zwischen 5 und 6. Weil die alten Teile heißen ja jetzt 4, 5 und 6. Ja, also ich meine die alten aus den 70ern, ja. Wer braucht Öko-Ohr und... Aber die kannst Bücher mal, sind natürlich auch nicht schlecht. Kannst du mir kurz mal deine M4 leihen, bitte? Kriegst gleich wieder. Wer war das eben? Vielen Dank. Ich... Ghost verbrauche ja. Hat einer einen Stone for me? Hat einer ein Metal-Ohr? Hat einer Stein? Ja, aber mein. Ich hab Metal-Ohr, Dreadnought und bin gerade an der... Wie heißt du denn? Hier, liegt vor dir. Windsturz, freust du dich auf den 7. Teil? Was? Da soll ein 7. Teil kommen? Nee, also wenn der so toll wird wie der Rest da, die anderen Star Wars Teile, die neuen, freue ich mich nicht drauf. Die fand ich echt sehr durchschnittlich. Was haltet ihr davon, dass Disney das jetzt macht mit Star Wars? Wie Disney? Wieso nicht Lucas? Lucas Arzt wurde doch von Disney aufgekauft. Ach so, ja, das werden doch die gleichen Leute machen, oder? Es steht halt einfach nur Disney dran. Was machst du dann an unserer Tür? Vorsicht, euch nur allen auf den Kopf. Azok? Ja? Kannst du eine Shotgun machen? Also ich hab auch genug Lockholz. Nee, das ist noch nicht so lange her mit Disney. Also das Star Wars und Disney. Hä, ja, willst du mich nicht behalten? Gero schreibt gerade, Disney und Star Wars, yay, singende Stormtrooper. Ja, das habe ich gelesen, ja. Ja, vielen Dank dafür. Star Wars, The Musical. Gibt es jetzt auch nur noch Animationsfilme von wahrscheinlich. Was? Ja, alles nur noch animiert. Wie? Nur noch, okay, wie, nur noch Star Wars, nur noch Anime? Nein, wenn Disney das macht. Ach so, ja, wahrscheinlich. Ja. Wobei ja trotzdem... Alles nur noch irgendwie CGI-Effekte sind heutzutage. Habe ich gestern ein tolles Bild gesehen, hinter den Kulissen von Avatar. Und da war nur, einfach nur ein grünes Bild. Okay. Ja, klar, es sind halt solche... So, den Schlafsack lasse ich auch mal hier. Was hältst du von Star Wars The Clone Wars? Habe ich nie... Habe ich nicht gesehen. Ist ganz interessant, so von den Storys und so, aber ist halt eine Kinderserie im Endeffekt. Ja. So hat nicht mehr, meiner Meinung nach, bitte? Alles diesen düsteren Charme. Moment, was hast du? Ich könnte dir noch eine Waffe craften. Ja, wenn das Material noch reicht, gerne. Ja, und was hättest du gern?
Kannst du eine MP5? Ja. Ja, die ist, glaube ich, am besten so. Stimmt, kommt vom Pixar Star Wars Film, okay. Snuddy fragt, oder was, wo ist es? Felix, hast du dir Fragen eigentlich aufgeschrieben? Ja. Star Wars The Clone Wars. Bitte? Du hast den Sound bei TS aus, ne? Ich hab den Sound bei TS aus, ja, ja. Mhm. Schreib dir mal was. Ich dachte, Dalu wird noch kommen, aber... Für was sind die Handmade Shells? Ich hab dir mal was ins Bett geschrieben. Im TS. Ja, habe ich gelesen. Wieso sollte er Werbung dafür machen? Deswegen habe ich sie geschrieben, dass man das nicht öffentlich diskutieren muss. Ja, ja, sorry. Warum nicht? Ja, klar. So, ich wüsste nicht in welcher Form, also für die anderen Leute oder sowas meinst du? Ist ein bisschen schwierig zu diskutieren gerade. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da. Okay, kann ich mich nochmal ein bisschen so drei checken bei dir mobben? Danke. Super, danke. Ja, werfe ich dir raus, Moment. Jo. Jo, danke. So. Die MP5 frisst die gleiche Ammo wie die Pistole, gell? Ja. Ja, jetzt komm ein bisschen. Danke. So, dann würde ich sagen, gehen wir wieder raus. Vielen Dank fürs Craften. So, bitte. So. So, dann, wie wird es jetzt eigentlich hell oder dunkel? Moment, ich habe den Livestream nicht im Blick. Moment. Ja, dann mache ich die Gamma mal wieder ein bisschen höher für die Streamer. Moment. Wünsch, du hast noch ein bisschen Holz? Moment, das da. Moment, ich muss mal gucken. 27 habe ich noch. Kein Thema. So, ich laufe mal wieder ein Ründchen. Ich soll dir Tschüss sagen von Petrus. Petrus, mach's gut. War Petrus nicht der, wo der Vater... Nee, es war Felix, gell? Wo der Vater den Computer da in Anschlag genommen hat. Wie heißt der Surfer von denen? Fragt jemand. Hast du das eigentlich alles im WordPad? Du kriegst das immer so. Wo hast du denn den Kram abgelegt, den du postest, Sven? Nee, den habe ich hier in einem Ex-Dokument. Aber wenn ich mir den Bot einrichte, dann kann ich irgendwie das. Irgendwie können die Leute auch Sachen anfordern, gell? Also Fragen oder solche Sachen. Ja, das würde ich nicht machen. Okay, aber ich kann zumindest irgendwie... Aber du kannst Commands machen, das heißt,
ich gebe Command einfach in den Chat ein und dann sagt der Nightbot hier, guck auf den und den Link vorbei. Ah, ja. Also ich gebe zum Beispiel nur ein Ausrufezeichen Name und dann sagt der Nightbot automatisch, bitte ändert eure Namen in etwas Lesbares, bla bla bla, so okay, und so könnt ihr es machen. Tipps und Tricks und so weiter, ja, das ist gut, das müssen wir unbedingt, müssen wir vielleicht im Anschluss noch im Stream nochmal, wenn das 5 Minuten dauert, nochmal angucken. Das wird auf jeden Fall Sinn machen. Cocaine, du musst Minias bei der nächsten Aufnahme von 7 Days to Die erinnern, seinen kleinen Zettel mit den Namen, ja genau, der kleine Zettel liegt bei mir auf dem Desktop, ich habe schon ein paar Namen aufgeschrieben. Ich hab's vergessen. Ich hab mir gerade nichts aufgeschrieben. Sorry, aber du hast ja aufgeschrieben. Dann ist gut. Also hier im Chat habe ich jetzt keine Namen. Die aus dem Chat habe ich nicht notiert. Das schaffe ich einfach nicht zu zocken und dann noch irgendwelche Namen zu notieren. Aber es kam in den Kommentaren zu den 7 Days to Die. Und ich werde das auch eigentlich nur in den 7 Days to Die machen, weil da habe ich einfach mehr Ruhe, als jetzt hier permanent jemanden zu grüßen. Gerade hier bei Rust ist es extrem schwierig. Außer ich mache die Einladung und... Was denn? Das ist neu. Hier steht auf hirnovolles Zocken. Hirnovolles? Oder wie? Ja. Hirnovolles. Schöner Spruch. Paul schreibt, was würdet ihr bei einer Zombie-Apokalypse machen? Ich würde wahrscheinlich als erstes sterben, weil ich im Krankenhaus arbeite und bei jeder Apokalypse alles im Krankenhaus anfängt und alle Leute da schon tot sind. Und die Infizierten... was losgeht. Genau, ich glaube auch. Also ich würde mir auf jeden Fall die besten YouTuber suchen. Ich würde mir die besten YouTuber suchen. Die dann vermutlich. Aber ich bin doch da schon tot. Achso, stimmt, Mist. Tschüss, mach's gut, Swatcher. Schön, dass du dabei warst. Mein Hirn stürzt bald ab. Hihihi. Ach, Felix ist noch dabei. Ich dachte, dein Papa braucht den Computer. Bis die Wolken wieder lila sind. War doch ein Song, oder? Ja. Tschüss, mach's gut, Watcher. Schönen Abend noch. Einen schönen Sonntag vor allen Dingen. Ja, der Watcher, auf den müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Ja? Ja, das ist ein Spammer. Rollt er gerne. Ja, und ansonsten kann man... Ja, der kriegt doch, wenn er es noch einmal schreibt, kriegt er ein Timeout. So, am Abschluss. Oh, drüber. Hallo. Andrigis, kenn ich doch. Du hast doch vorhin schon geschrieben, bist wieder zurück. Du bist meine rechte Hand hier in dem Spiel, gell? Beschützt mich überall. Danke. Da ist noch ein bisschen Holz. Super, vielen Dank. Bitte. Hirnsturz, Grüße aus euch. Brot 01 schreibt Grüße aus Österreich. Ich grüße Österreich und Brot 01. Gute Nacht, Felix. Echt wenig Loot hier, so allgemein. Jetzt gehen sie alle. Ah ja, 10:30. Gut, einige werden ja auch, die hier mitspielen, werden wahrscheinlich jetzt auch nicht den Stream parallel gucken können oder wollen. Das kann ich verstehen.
Hallo Showtech. Sehr geil, Holz. Ups. Sind die auf einem DE-Server? Ja, wir sind auf einem... Nee, Moment. Nein, sind wir nicht. Das ist ein EU-Server. DE-Server ist das, glaube ich, nicht. EU ist es. Auf jeden Fall international. Red Bull trinken und weiterschauen, genau. Mich macht der Red Bull überhaupt nicht wach, muss ich sagen. Wirkt das bei dir? Kokain? Nö. Bei dir nur Kokain. Ah. Nein. Nur Gerüchte. Stand da schon immer diese große Base dahin? Ach ja, klar, oder? Ist das nicht die? Ja. Also ich kann Kaffee saufen, wie ich will. Ich schlaf trotzdem. Legt aber los, Lesner, die hier. Wieso? Was macht er denn? Wer braucht schon Gamer mit Herz, wenn man Zocker mit Hirn haben kann? Ja. Ich stell dich ein in der Werbeabteilung. Sehr geile Sprüche. Wir sollten vielleicht hier mal einen Moment warten, wenn jetzt Pitch Black ist, oder wir laufen mal in die Richtung, bis wir nichts mehr sehen. Jo. Bei manchen Menschen macht Kaffee müde, ja, das habe ich auch das Gefühl. Ich glaube, als Diablo rauskam, wollten wir durchmachen, habe ich mir so eine 1/2 Liter Dose Red Bull geholt. Lass uns mal hier warten. Habe ich mir eine 1/2 Liter Dose Red Bull geholt und eine Kanne Kaffee gekocht. Ich habe es nicht geschafft, ich glaube um 3 Uhr bin ich ins Bett gefallen. Ich liebe flüssige Gummibärchenbrühe. Wie? Kokain, hast du einen Kanal? Jetzt machen wir Werbung für dich, mein lieber Kokain. Na, mach ich nicht. Bitte, was sagst du? Nee, mach ich nicht. Ja, nee, passt schon. Wir warten einfach einen kleinen Moment. Ist ja gleich wieder hell. Kannst du ruhig machen. Also, der liebe Kokain ist in meiner Abo-Box auf YouTube verlinkt. Einfach oben rechts reinschauen, da ist der liebe Kokain verlinkt und dann könnt ihr bei ihm mal schauen. Der spielt gerade Forge Quest? Quest Forge? Forge Quest war das, gell? Herr Kokain? Hä? Forge Quest? Ja. Ja. So, wir können weiter, oder? Also ich sehe wieder was. Ja, jo. Das sieht ziemlich cool aus. Das ist praktisch Cube World von schräg oben und ein bisschen mehr RPG, oder? Ja. Manche Menschen sind einfach davon, manche behindert, zu was gehört Hirnschutz und was? Manche Menschen sind einfach dumm, manche behindert. Zu was gehört Hirnsturz und Kokain? Zu den Minderwertigen? Ich verstehe den Spaß nicht. Ich bin auch noch gerade dabei, den zu suchen. Sind wieder zurück. Wer schießt? Auf mich wird geschossen, auf mich wird geschossen.
Wenn ihr habt, hast du Metall, für mich ist das vorne eine Metalltür. Du baust eine Metalltür? Ich glaube, so viel habe ich nicht. Warte mal. Ich bin okay. Und hab den Nee, habe ich nicht. Du bist einfach nur Timo. Nee, habe ich noch nicht. Muss ich erst schmelzen. Der ist da hinten. Da hinten ist einer. Okay. Kannst du das dann gleich geben? Ja, wenn ich es fertig habe. Kleinen Moment. Okay, mach mal die Tür auf. Ich habe noch ein bisschen Metall und Sulfur. Ich lege sie in den Ofen, dann mache ich dir eine Tür. Dauert einen kleinen Moment. Okay, danke. Ach ja. So, jetzt werde ich mal hier ein bisschen einschmelzen und dann... Wenn der Livestream zu Ende ist, dann joinen wir nie wieder auf den Server. Doch, warum nicht? Wir können doch hier weiter zocken und die Basis weiter ausbauen. Ja, und du? Also da links? Ja, ich... Ja, beim nächsten Livestream kommt er ja wieder. Genau, beim nächsten Livestream würde ich wiederkommen. Vorausgesetzt, der Server wird nicht gewiped, aber ich glaube nicht, dass er gewiped wird so bald. Wir werden es sehen, ansonsten müssen wir uns halt demnächst eine andere Base aufbauen. Das kann halt im Moment dauern und ich werde auch ab und zu mal reinschauen, damit die Hütte nicht kaputt geht. Aber ich kann jetzt nicht versprechen, ich habe so viel zu tun im Moment. Aber ich werde mal ab und zu reinschauen, mache ich bestimmt. Also ein paar Meter an der Felswand haben sich welche angesiedelt, zwei Leute. Keine Ahnung, ob die jetzt friedlich gesinnt sind oder nicht. Ja, einfach Besuch abstatten. Müssen wir so einfach mal beobachten oder fragen. Aber ich meine, sind so viele, sollen die doch kommen, oder? Ich meine, wenn jetzt jeder sich langsam und sicher seinen Waffen ausbaut und solche Sachen, dann werden wir es schon hinkriegen. Ja, aber wir könnten dem ja mal einen Besuch abstatten. Na, lass sie doch sich in Ruhe da bauen. Solange sie uns nichts tun, tue ich denen auch nichts. Ich würde nur Leute angreifen, die mir ebenbürtig sind, also die entsprechend ausgerüstet sind. Ansonsten halte ich das für ein unfaires Spiel. Also ich mache das nicht mehr, dass ich kleine Leute angreife. Macht für mich keinen Sinn. Die sollen sich schon wehren können. So. Stoff, Holz. Wie sieht's aus mit Chicken? Minja. Ja? Du kannst dich zum Ausloggen in mein Eisenhaus legen. Ich habe die Türen geschärft. Alles klar. Also ich hätte noch eine Metal Door abzugeben, wer braucht. Ja, hier oben. Ja. Jetzt hast du ja, viele Fans. Ja, ich halt. Hier, quick. Hallo. Okay, du hast als erster gerufen. Dankeschön. So, 136. Wie viel sind's hier? WTF, ich hab kein Eisen. 10 Eisen brauche ich, dann kann ich noch eine Metalltür machen. Ich hab eine Metalltür. Was schreibt Snuddy? Wenn jemand den Onkel Hirnsturz angreift, kommt der Bandit Bob online und behandelt ihn schönartig. Jetzt geht's um Energy Drinks. Ich glaube, ich habe hier ein Thema angerissen. Wer läuft denn weg? Ah, ich mag keine Energy Drinks. Ich auch nicht. Süßkebabs. Hat viel Zucker drin, ist sauer, stößt sauer auf, also. Metal Door, wo ist er denn? So, 20 Sekunden. Der beste Energy Drink ist ausreichend schlafen, Freunde. Ja, definitiv. Ach du Güte, was denn jetzt? Siehst du, das hätte der Nightbot zum Beispiel auch unterbunden. Was ist denn hier mit Quickie los? Was soll das? Ja, das müssen wir im Nightbot auf jeden Fall einrichten für den nächsten Stream. So, jetzt werde ich mal meine Tür verschenken. So, irgendjemand hatte eben eine Metalltür gehabt und hat mir dafür Material gegeben. Ja, ich. Okay, Moment. Ja. So, Moment, ich werf's dir hin. Okay. Jo, danke.
Ist hier schon eine Tür, die Kate, oder ist das... Ah ne, die ist klein geschlagen worden, oder? Ja, auf eine Eisentür. Da musst du jetzt aber eine Zeit lang warten. Solange der Balken dort unten drin ist, kannst du keine neue Tür setzen. Ach, du hast ein Bett. Das ist ja cool. Das habe ich hier in den Patch Notes gesehen, dass es ein Bett gibt. Das habe ich noch selber gar nicht gesehen. Aber das ist doch geil. Ist doch nicht sinnvoller als ein Schlafsack, oder? Nee. Noch nicht. Sieht einfach nur hübscher aus. Jo. Entschuldigung, dass ich ungefragt hier so reinkomme, aber sieht echt cool aus. Ja, sieht echt cool aus. Ja, Energieregel für dich. So, wie sieht's mit Gamma aus? Ich habe noch Steine. So, wem fehlen dann noch Grundausrüstungen? Wie eine Axt, wie ein Bogen und solche Sachen? Mir fehlt eine Pistole. Eine Pistole, ich sagte Grundausrüstung, wie eine Axt und ein Bogen. Es geht ja nur darum, dass ihr euch selber was jagen könnt und so weiter. Sind alle versorgt, ja? Ein Auto wäre nicht schlecht. Ein Auto, ja. Habe ich einmal im Livestream fahren dürfen. Das war im letzten Rust-Livestream. Das ist Katastrophe. Das Ding hat überhaupt nicht gelenkt. Also das macht auch keinen Sinn. Und ich finde auch, in so einem Spiel gehört kein Auto rein. Ich finde auch hier diese MP5 oder M4, finde ich, müssen auch noch irgendwie meines Erachtens ersetzt werden durch bessere Models. Aber ein Reittier wäre vielleicht nicht cool, nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Ja, wäre cool. Und vielleicht kann man auch eine Sau zähmen. Oder sowas. Irgendwie ein Schwein zähmen oder ein Bären, genau, ein Bären zähmen, der dann mit einem mitkämpft oder so. Das wären noch coole Ideen, ja, auf jeden Fall. Ja. Fahren gehen? Eine M4? Nee, ich habe mir eine MP5 machen, da komme ich besser mit klar mit der M4. Ein Visier wäre noch cool, wenn das einer kann. Dann, das wäre echt cool, so ein Holo. Ja, ich kann. Wollen wir farmen gehen? Wer kann das? Bierfuß? Bierfuß, ja. Ah ja, dann komm mal mit. Ich weiß nicht, ob ich genügend Material dafür da habe. Ich meine dann im Ofen, warte mal. Guck mal selber, ich weiß nicht, was man für ein Holo braucht. Ich weiß nicht auswendig. Bierfuß? Leute? Übrigens heute kein Fusch am Bau, ja, ja. Aber da habe ich ja schon die Kommentare gekriegt, dass der liebe Jack da mir in den Weg gerannt ist, als ich den Pillar setzen wollte in der letzten Folge. Ja. Da habe ich echt gekotzt, als der auf einmal in der Mitte saß. Aber das soll ja kommen, man soll ja auf manchen Servern die Pillars wieder abbauen können. Ich weiß noch nicht, wie das geregelt ist und den hat man dann wieder im Inventar. Ich hab den M4, die könnt ihr so, kann ich so gut mit deinem will mal ganz gehen, kurz wohin gehen. Ja, klar, kein Thema. Super, vielen Dank. Fürs Schloss hat die. Ah, viel besser, vielen Dank. Hat die einen Slot? Ghost hat die jetzt, ist das jetzt wirklich nicht hier, sondern sieht ja alles Waffen fast so aus. Ja, hat die einen Slot. Bierfuß, wie viel brauchst du für den Metal Derby? Meine M4 hat 3 Slots. So, ich laufe noch mal eine Runde. Vielleicht sollte man das Ding hier noch besser einzäunen, oder? Abzock. 4 Metal. Ja, also Low Quality Metal. Ja, ich hab hier 30 Low Quality. Da schießt einer! Ja, der liebe Bierfuß ist echt gut drauf. Der beschützt mich hier überall. Finde ich echt cool. So, dann holen wir uns nochmal eine Butz hier für den Sonntagsbraten. So, ich habe fertig. Ich habe fertig. Hallo. Willkommen zurück. Gamma runterdrehen. Gamma runterdrehen, ja. Entschuldigung, Moment. Was wünscht ihr euch noch für Rust? Also ich wünsche mir, dass alle Leute, die das Spiel spielen, viel Spaß in Zukunft damit haben werden. Ich weiß nicht, was wünschst du dir dafür? Weil ich spiel's ja nicht.
Boah, schwierig. Also, ja, halt noch mehr so Sachen wie Einrichtungsgegenstände. Also das Bett finde ich schon mal einen guten Anfang. Ich finde das super cool, dass man die Türen scheren kann. Das war mir persönlich ein Bedürfnis, weil man halt immer diese Bases so aufgebauen musste, dass es halt praktisch zwei oder mehr Eingänge gibt. Und das ist jetzt hinfällig. Man kann jetzt auch wie so ein Zahlenschloss ranmachen. Das ist ähnlich wie in Epoch oder halt in anderen wie in Origin, also Daisy meine ich jetzt. Da gibt's das auch. Ein Tresor würde ich mir noch wünschen, wo man so manche Sachen bunkern kann. Weißt du? Also das eigene Leben zu schützen, also dass es ein Sleeper-Server ist, dass man dann stirbt, finde ich nicht schlimm. Aber ich würde mir wünschen, dass es einen Tresor gibt oder sowas, wo man halt, sagen wir mal, ein paar Sachen sichern kann. Aber vielleicht macht das dann auch ein bisschen das Spiel kaputt. Das mag ich jetzt nicht zu beurteilen. Oh Gott, was schreibt ein Karnis da? Das ist ja auch ein ewig langer Text. Da würde ich dann was maximal fordern, ich würde... Es geht um die Waffen und so weiter, ja. Mehr Tiere, ja, das finde ich auch, ja. Es müssten vielleicht noch mehr... Dinosaurier. Oh, das wäre cool, aber das passt halt vielleicht... Na gut, warum passt das nicht? Nee, kann passen, oder? Radioaktiv verseucht, Ende am Erde, so ist doch das Thema hier, oder? Ja, Godzilla. Ja, irgendwie so fette Monster, wo wir alle zusammenkommen müssen und gemeinsam gegen kämpfen und solche Sachen. Das, also Boss-Gegner. Boss-Gegner, genau, so Events. Dungeons. Weißt du, so, genau. Höhlen, natürlich, genau. Unterirdisch, das wäre noch geil. Das wäre echt cool, wenn es da so ein Höhlensystem gäbe, ja, was du erforschen kannst. Ja, das wäre richtig cool. Oh, jetzt spinnen wir aber herum, ey. Ja, aber kann man sich ja wünschen. Wir sollten irgendwann echt mal ein eigenes Spiel entwickeln. Ja, ist halt die Frage, ob die eigenen Ideen kommerziell erfolgreich wären, gell? Hm, ja, weiß man nicht. Dafür gibt's ja zum Glück mittlerweile so Plattformen wie Kickstarter und sowas. Ja. Wo du ja im Prinzip deine Idee, wenn du verpackst, gut präsentierst. Apropos Kickstarter, ich habe das Spiel gebackt. Hast du? Okay. Ja. Das Kingdom, nee, wie heißt das? Wie hieß das Spiel? Ich weiß nicht Kingdom mehr. Come Delivery oder sowas. Irgendwie sowas. Und das habe ich gebackt mit 25 Pfund. Das ist die Digital Baron Edition. Weil damit hast du, das ist die kleinste Edition, wo du Alpha-Zugriff drauf hast. Also wo du in einem halben Jahr, Mitte des Jahres, soll man Alpha-Zugriff kriegen. £25 sind das. Aber ich fand, das Spiel sieht so fantastisch aus, also... Es sieht richtig gut aus. Wenn man das nicht spielt... Muss man überlegen, was da für Leute drin sitzen, ne? Die haben bei Crysis 3 mitgearbeitet, da sitzen Leute von Bohemia Interactive. Ja. Nee, ich glaube, das ist, also was man jetzt schon gesehen hat, und das war ja bewegtes Bildmaterial, also das ist ja nicht... Das war Ingame-Material. Das war Ingame-Material, ja. Und was du da gesehen hast, boah... Also von den Animationen, diese Kämpfe, diese Schwertkämpfe, meine Fresse... Wie die dann später ablaufen, also wie man dann, ob man das irgendwie gut machen muss oder so weiter, ja. Wer kennt Krantelbart? Wer kennt Krantelbart? Was? Das hatten wir vorhin schon. Lucky King. Ich hab gerade, wer kennt Krantelbart? Kann ja fragen. Ja, eigentlich wollte Dalu noch hier vorbeikommen, aber hat er wohl doch nicht geschafft. Oh ja, Goro schreibt gerade, The Forest. Das, da freue ich mich auch richtig drauf. The Forest? Sagt mir jetzt ehrlich gesagt gar nichts. Ja, das ist so ein Survival-Titel. Ah, okay. Also für Oculus Rift ausgelegt. Ach ja, Oculus Rift. Also das Ding, so ein Ding will ich haben. Auf jeden Fall. Ich habe aber mal, also $300. Ja, die Entwicklerversion, gell? Ja, aber ja. Mit schlechter Auflösung. Würde ich, wenn sie bessere Auflösung hätte, würde ich das bezahlen. Also aber das Ding ist einfach, dass du das zusammen mit Rollercoaster Tycoon 3 benutzen kannst. Echt? Wow. Ja. Dann kotzt du doch, glaube ich, oder? Ja, ich finde, dass ich will das echt, also ich will das Ding haben, auf jeden Fall, wo ich mir auch. Ja, also Oculus Rift will ich unbedingt haben, wenn das Ding raus ist. Da bin ich sowas von heiß drauf. Und ich finde jetzt, wenn $300 die Entwicklerversion kostet, was kostet die finale Version? Rechnen wir mal mit 500, oder? Würde ich mal sagen. Euro.
Ja, ich denke, das könnte so ein bisschen günstiger wie so eine Konsole sein. Wie so, oder wie so ein 3D-Monitor, sagen wir mal. Ja. Was habe ich da jetzt bezahlt? 300 Apps. Stimmt. Habe ich den eigentlich unten in meiner... Habe ich den hier in meiner Twitch-Beschreibung drin, den neuen Monitor? Doch, hatte ich die BenQ, gell? Hatte ich aufgeführt. Warte. Monitor 1. BenQ XL2720T. Ja, 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 genau. Den hatte ich zuletzt geholt. Da war ich zwar ein bisschen enttäuscht von der Ausleuchtung. Also ist ein bisschen ungleichmäßig. Das erste Modell musste ich umtauschen, weil das war zu ungleichmäßig. Aber diese 100 Hertz sind, oder 120 Hertz, das ist wirklich schon ein ganz komisches Spielgefühl, muss man sagen. Am Anfang, wer Brillenträger ist, kennt es vielleicht. Wenn ihr eure Augen sich verschlechtert hatten und ihr habt eine neue Brille gekriegt, dann ist man am Anfang ja so ein bisschen, da müssen sich die Augen erstmal dran gewöhnen. Und so ist das bei dem Monitor auch so. Man hat ein ganz anderes Spielgefühl. Also obwohl man nicht auf 120 Hertz kommt, wohlgemerkt. Ja, weiß einer von euch, ob es eine deutsche Version von Rust geben soll? Weiß ich deutsche nicht, Version? Ich glaube, für Rust brauchst du keine deutsche Version, oder? Das ist ja kein Inhalt. Also wenn ich jetzt irgendwie ein großes RPG oder so habe, dann ist es vorteilhaft, wenn das auf Deutsch ist. Ja, wenn viel Text halt da ist. Aber hier, ich meine, die paar Sachen. Ich meine, wenn du Let's Plays anguckst, so, es gibt ja auch ganz viele Anfänger-Tipps, Videos und so ein Kram, dann brauchst du eigentlich keine deutsche Übersetzung, finde ich jetzt persönlich. Nö. Also mir die Jugend, die jetzt so kommt, die wächst doch mit Englisch auf, oder? Das sollte doch kein Problem sein, diese Grundbegrifflichkeiten. Ja, das Problem ist, dass ja immer weniger Leute Deutsch können. Ja gut, das steht auf einem anderen Thema. Hatte ich nicht gerade einen Stein hier gesehen? Hm. Paul fragt, hast du schon einmal Drogen ausprobiert? Boah. Ich habe bestimmt auch meine Sturm- und Drangzeit gehabt. Aber, man muss es nicht ausprobiert haben, wenn wir da beim Thema sind. Ja. Ich kann eine 9mm Pistole. Also es ist nichts Geiles dran, irgendwelche Drogen sich reinzuhauen. Und ich finde, Alkohol ist schon eine sehr starke Droge im Vergleich zu vielen anderen Drogen. Und ausreichend schlimm genug, dass sich viele hier irgendwelche damit wegknallen jedes Wochenende und es geil finden, auf irgendwelchen 99-Pfennig-Partys die Birne zuzurußen. Wenn ihr mal in meinem Alter seid, oder viele sind ja auch schon in meinem Alter oder drüber, dann werdet ihr merken, dass das nicht cool ist, besoffen zu sein. Das macht bestimmt Spaß auf einer Fete und wenn man sich gut unterhält, aber so Komasaufen und sowas, sich so voll zuhauen, nur des Zuhauens willen, oder auch die Kiffer, die sich nur mit der Hugger den ganzen Tag mit der Glasbong den Kopf zuhauen, nur um möglichst schnell und möglichst stark berauscht zu sein, das finde ich hat überhaupt keinen, also kann ich jetzt zurückblickend sagen, das ist kein, finde ich, nichts Erstrebenswertes dran. Und da möchte ich auch nicht mit dem oberen Zeigefinger hängen. Also jeder muss das wissen oder sollte wissen, was er im Leben tut. Aber es ist nichts Cooles dran zu sein, irgendwelche Drogen zu nehmen und oder sich zuzusaufen. Also wenn es in Form einer Party ist und in Maßen und vor allem nicht möglichst schnell, nicht so eine Druckbetankung da, dann gehört das vielleicht auch dazu zu irgendeiner Feier. Aber es ist nichts Cooles, möglichst schnell besoffen zu sein oder möglichst schnell stone zu sein oder sonst irgendwas. Mhm. Kann ich nicht unterstützen. Also sehe ich ganz genauso. Also es ist nicht erstrebenswert. Und vor allen Dingen, ihr verschwendet mit Drogen oder allgemein Saufen extrem viel Zeit. Das ist also das. Den holen wir in die Werbeabteilung. Ja, wieso? Keine macht den Drogen. Ihr könnt auch Geld sparen, süchtig werden. Blablabla. Link zu deinem Kanal. Sehr gut. Ja, die Stadt wächst langsam, oder? Was? Müssen wir aufpassen, wenn die Römer kommen. Es wächst langsam hier, das Gebiet. Ja. Nee, also ich möchte da nicht mehr morgen Zeigefinger stehen. Ich bin kein Moralapostel oder sowas, aber es muss jeder wissen, was er tut. Und ich finde, sich zuzurußen und in der Form sinnlos zu berauschen, ist auf jeden Fall nichts Cooles. Und Bierfuß, wie läuft's bei euch? Wie soll's denn laufen? Das läuft oder läuft? Rostig. Nee, es riecht. Rostig. Wie war das, wer rustet, der rostet? Was ist mit Cannabis? Es soll ja nicht so heftig sein. Ja, das ist aber, das ist wie mit jeder Droge. Jede Droge kann harmlos sein und kann aber auch. Es ist im Übermaße mit Sicherheit, also was ich eben noch anfangen wollte zu erzählen, wenn ihr
damit anfangt und euer Leben damit zudröhnt, nur weil es irgendwie, keine Ahnung, weil es spaßig ist am Wochenende oder sowas, ihr verschwendet so viel Zeit. Und ich kann euch sagen, nutzt eure Zeit, wo ihr jung seid. Nutzt die Zeit, wo ihr nicht arbeiten müsst. Nutzt die Zeit, wo ihr nicht eigene Wohnung bezahlen müsst, um euch Versicherungen kümmern und das alles, was zum Erwachsensein dazugehört. Es ist echt immens. Ich kann es euch nur sagen, ich wäre so froh gewesen, wenn in einer Jugend jemand gekommen wäre, als ich um die 18 rum war und hätte gesagt, nutzt deine Zeit, lern was anstrengendes und lern vor allen Dingen den Beruf, wo ihr Bock drauf habt. Das ist absolut wichtig. Macht was, wo ihr richtig Bock drauf habt. Also probiert aus und wenn ihr jung seid, probiert das alles. Finde ich extrem wichtig. Ich hab, und wenn ja, was machst du so? Ich halte gerade Ansprachen im Stream. Okay. Könntest du dabei V gedrückt? Ich hatte V gedrückt die ganze Zeit? Nein, ich sollte V drücken, meinst du? Nein, ob du... Ja, genau, dass man das auch mithört, weil ich nicht an. Ach, du hast den Ton vom Stream nicht an, ja. Ja, ich auch nicht. Nee, weil ich kann den Stream nicht nebenbei laufen lassen, weil mein Internet zu schlecht dafür ist. Ah, verstehe, okay, ja. Wenn ihr einfach irgendwelche Bauten deine Sprache. Du meinst Blueprints? Ja. Nee, überhaupt nichts. Ich habe auch noch ganz wenig gefunden. Ich habe hier die Formel-1-Granate gefunden und eine P250 oder ich weiß gar nicht, warte mal, gucken wir mal nach. Irgendeine Waffe habe ich doch gerade gefunden. Ach, die 9mm Pistole. Ich kann eine Prototype herstellen. Aber ich habe so ein... Hast du vielleicht noch ganz wenig Holz für mich, weil ich kann noch kein Dach bauen. Also mir fehlen noch... Ja, wie viel fehlen dir? Also brauchst du 60 Holz, oder, für ein Dach? Ich habe 3 Pillars und... Ja. Ich meine Blank, sorry. Also hier, ich habe nochmal 70 Holz. Holz wäre cool. Dankeschön. Ich hab auch noch mal mehr, warte mal, da sind noch mal 50, den Rest würde ich ganz gerne behalten für noch ein paar Pfeile. Jawohl, kein Problem, danke schön. Gehst du jetzt wieder eine Runde? Gleich, ja, ich will nur mal erst noch Pfeile herstellen, das ist für die Tiere einfach kostensparender, als mit der MP5 zu ballern. Ah, okay. Ja, aber ich will jetzt nicht weiter über Drogen oder irgendwas quatschen. Ich kann euch nur sagen, macht was aus eurer Jugend, das ist echt immens wichtig. Und lernt einen anständigen Beruf. Oder wie meinst du? So. Kai Bari, das verstehe ich jetzt nicht. Kai Bari, Minias kleine Frage, die nichts mit Rust zu tun hat, aber mich sehr interessiert. Warum mag, schrecklich hasst deine Frau Gronkh, aber habe es jetzt schon ein paar Mal gehört in deinen LPs, aber nie den Grund. Musst nicht darauf antworten, wenn du das... Also ich mag Gronkh, wie gesagt, aber nur bei Minecraft. Der Rest ist er mir zu... Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Also ich mag und ich glaube, Serendipity bzw. Kyrian mag es nicht. Keine Ahnung, weil die Sprüche sich wiederholen oder so. Aber hassen tut sie Gronkh ganz sicher nicht. Also ich verstanden, ich habe den Text nicht verstanden. Auch wenn sie das sagt, ich glaube, nee, sie, also nee. Ich mag Gronkh im Solo-Let's Play bei Minecraft, da gefällt er mir unheimlich gut. Hier nehme ich auch gerne. Aber ich habe den auch lange nicht mehr geguckt, das liegt vielleicht auch daran. Braucht jemand noch Bandagen? Ich habe noch Bandagen über. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen? Wow. Oh. Hey, ich habe als erstes gefragt. Ich mag so Aufläufe und so ein Kram. Und von meiner Frau das Gulasch. Die macht unheimlich leckeres Gulasch. Aber Lieblingsessen habe ich nicht. Ja, ich bin gleich mit Pfeilen fertig, dann laufe ich nochmal eine Runde. Sogar die Fackel nehmen die. Das ist was Besonderes, ein Stein von Minias, nehmt ihn! Schade. Ja. Ich habe ihn sogar signiert mit meinem eigenen Blut. Nee, Quatsch, war ein Spaß. Ein Stein von mir. So. Jetzt, ich würde nochmal eine Runde laufen. Ich meine, wir müssen uns vielleicht mal irgendwie verteilen, weil ich meine, der Loot ist ja wirklich sehr knapp hier. Ich weiß nicht, hat jeder sein Haus? Hier nebenan entsteht ja schon eine fette Hütte.
Die Shelter kriegen wir wahrscheinlich nicht so schnell weg, gell? Die müssen wir warten, bis sie decayen. Nee, die kann man auch abbauen, nach einer Zeit. Achso, nach einer Zeit, okay. Ja, oder wir gehen alle da dran, bauen den alles zusammen ab. Ja, oder man kann ja auch noch, wir haben ja noch Platz, oder? Hier in der Umgebung. Also, wir haben ja hinten noch ausreichend Platz. Müssten vielleicht mal gucken, ob wir noch ein bisschen Holzbarrikaden rundherum stellen, damit niemand von oben halt reinhüpfen kann. Müssen wir halt massig Holz sammeln und dann hier außenrum so ein bisschen absichern. Also nicht Barrikaden, das ist die Eltern, die hier zu viel sind, kann man ja raushauen. Ja, aber das dauert doch ewig, oder? Die wegzuklopfen. Nee, das geht eigentlich. Nee, bei so vielen nicht. Okay. Also ich weiß nicht, hier in der Mitte steht ja eine, die ist einfach nur offen und ist nichts drin. Ich meine, das ist ja... Wenn da jeder Hammer draufhaut, dann ist die draußen. Na gut, dann lass uns das Ding gemeinsam wegklopfen. Gar nicht, dass man Sheltern wegklopfen kann, diese Hütchen. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Oh, das ist ja ein Sound hier. Kannst du dir vorstellen, mal eine Woche Vegetarier zu werden oder es auszuprobieren? Geil, ging das schnell. Gemeinsam sind wir stark. Wie cool. Vegetarier, ja, absolut. Absolut. Vegetarisch? Echt? Ja. Also grundlegend, komplett nein. Eine Woche, ja. Ja, so mal. Bohne ist okay. Aber ich stehe auf oh, so ein geiles Steak, so schön knusprig. Ja. Nee, also da geht nicht. Also, will ich nicht. Also, ich meine, vegetarisches Leben ist bestimmt um einiges gesünder, als sich nur auf Wurst und Fleisch reinzuhauen. Ich habe einen Arbeitskollegen, der isst die Fleisch immer, also Frikadelle ohne Brötchen. Das finde ich. Das ist wie. Ach, weiß ich nicht. Rules fragt gerade, wo ist das auf der Map? Wo ist das auf der Map? Das ist ziemlich links. Also die Straße, ich meine, es gibt ja eine Rundstraße und das ist links mittig. Nördlich von Red Town. Ich weiß allerdings nicht, wie heißt das Ding. Für mich ist das Red Town. Das heißt aber auch eventuell anders mittlerweile auf den aktuellen Karten. Der Koka mag Rust nicht. Nee, der ist nicht so seins. Aber muss ja auch nicht jeder mögen. Was? Ed Cocaine, kannst du mal Hirnsturz fragen im TS? Ja, habe ich dich. Ach, das war das. Frage. Okay. Das ist links, wie gesagt, auf der Map. Ich kann es nicht besser beschreiben. Wisst ihr, wie die Stadt da unten heißt eigentlich? Also für mich ist das Red Town da unten mit dem Schornstein, weil jemand fragt, wo wir denn sind. Factory. Die Factory? Red Factory. Red Factory. Ah ja. Ja, ich glaube, auf der neuen Map heißt das irgendwie so. Ja. Red Town ist, glaube ich, rechts, gell, auf der Map. Ja, also Red Factory wurde mir gerade mitgeteilt. Und davon ein bisschen die Straße hoch und gleich links. Ich meine, man sieht es ja im Stream jetzt schon ein paar Mal. Mensch, aber sind wirklich konsequent 190? Jetzt sind wir 187 Leute online? Hammer. Geil. Schön, dass ihr alle da seid. Das freut mich wirklich sehr. Also, wann haben wir angefangen? Ungefähr irgendwas nach 8 war das, gell? So 10 nach 8. Jetzt haben wir 10 nach 11, wir sind jetzt bei 3 Stunden. Ich muss das mal überlegen. Also, irgendwie so bis halb 12, dreiviertel 12 machen wir noch. Ich würde dann demnächst den Stream beenden wollen. Also, ihr könnt ja gerne noch weiterspielen und die Basis noch weiter ausbauen. Also so halb 12. Ich werde das mal hier ingame sagen, damit die das auch wissen. Ich würde... Boah, ganz kurz. Ja. Dax mit der X. Ich habe jetzt schon 100.000 Mal auf deine Anfrage nach dem Server die IP gepostet. Mach's jetzt noch einmal und dann bitte nicht mehr fragen, wie der Server heißt. Danke. Was ich gerade sagen wollte, die im Stream wird gefragt, wie lang es läuft und so weiter. Ich würde noch so bis... halb, dreiviertel zwölf würde ich noch streamen. Aber das heißt natürlich nicht, dass ihr nicht weiterzocken könnt. Also ich meine, der Server ist ja öffentlich. Nur ich werde dann demnächst, also wir haben noch so, ich denke mal eine halbe Stunde, so machen wir noch. Und ich wollte es nur ankündigen. Weil so langsam baue ich ab für heute. Bin schon ziemlich lang wach und habe den ganzen Tag schon Videos gerendert und so, deswegen... Aber ich komme ab und zu mal hier online, bestimmt. Wenn wir uns da oben ausbauen, ich denke, das wird ganz cool. Ja, er hat recht mit 15 Mann.
Ja klar, wenn man so selten online ist, wenn nur wenige online sind, ist natürlich gefährlich, aber grundlegend finde ich es irgendwie cool. Ansonsten, beim nächsten Stream bauen wir uns halt was Neues auf. Geht ja relativ schnell, wenn man zu vielen ist. Wenn viele Leute unterwegs sind. Was baut ihr hier hinten? Hier hinten ist meine Hütte, sonst ist hier nichts. Was? Oh, Cocaine? Bleib. Also ich muss ja mal was sagen, Cocaine und auch Miniastream ist obergenial, aber mein Baudurchschnitt sinkt von 15.000 Steine in der Stunde auf sage und schreibe 500. Ach so, weil er parallel mit 7 Days am Bauen ist. Ja, ja, man muss Prioritäten setzen, Goro. Absolut. Wir wohnen hier eigentlich, finde ich auch cool. Es gibt ja auch Gitter von Fenstern. Finde ich irgendwie cool, dass es jetzt auch Gitter von Fenstern gibt. Ja, E-Ray, das stimmt. Von den Bäumen bekommt man auch Holz, aber weniger. Ja, das schreiben die Leute immer wieder. Bäume geben auch Holz. Ich glaube, 10 Holz sind in einem Baum und es dauert auch ewig pro Schlag ein Holz. Also gehe ich an die Holzstapel. Da werde ich ja lahm. Ein Flashmob auf einem Clan-Server, ja, bestimmt ein lustiges Video, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt hier mitspielen, wie viele Leute das überhaupt sind, aber ich schätze mal so. Dürften schon über 10 sein, oder? Ja, 10, 15 sind es bestimmt, ja. Die Hirnsturzarmee marschiert wieder. Ja, das ist bei, da freue ich mich aufs Wochenende schon bei Planet Side 2, da werden ja vielleicht noch viel mehr dabei sein. Ich esse gerade Pizza. Danke für diese Information. Was esst ihr so? Um 11 noch eine Pizza, meine Fresse. Um die Zeit. Ich habe auch schon morgens um 8 ein Rumsteak gegessen, so ist es nicht. Ne? Ja, ein Rumsteak, Entschuldigung, aber eine Pizza. Klar, warum nicht? Lecker Rumsteak. Gut, Fleisch verdaut sich auch schwierig, aber Pizza, der Teig, das liegt ja, also mir liegt sowas wie ein Klumpen im Magen. Oh Mann, hier wird überall alles abgebaut. Oh, da ist ein Bär, den hole ich mir jetzt mit der. Machst du auch mal DayZ live? Können wir bestimmt machen, ja. Oh, Airdrop. Bitte, 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 bitte. Pop doch! Ach, Kackding. Können ja mal vorrennen. Mal, haben die da vorne gedroppt? Ich hab's nicht gesehen, dass es abgeworfen worden ist. Was, Lukas allein für dieses Wort ist deine Sympathie auf sage und schreibe 0 gesungen. Welcher, was hat denn Lukas geschrieben? YOLO, ja, YOLO. Super. Das ist so Trendwort. Ja, DayZ können wir auch mal machen, klar, warum nicht? Also, es kommt jetzt darauf an, ob wir nächstes Wochenende das Planet Side 2 machen. Müssen wir mal schauen. Oder übernächstes Wochenende, aber ich habe meiner Frau versprochen, dass wir demnächst auch mal Minecraft livestreamen. Das wäre auch mal was. Also ich hätte zumindest Lust drauf, was zu bauen, gemeinsam. Oder Herr Cocaine? Da bist du doch bestimmt auch dabei bei Minecraft. Bei Minecraft? Ihr habt einen Server dort? Ja, ja. Also, da passen jetzt nicht so viele drauf wie hier, das kriegen wir nicht hin, aber dass wir zumindest zusammen bauen oder so. Ja. Außerdem der Serveranbieter, den der andere heute rumgeschickt hat, da für den. Ja, gut, also ich werde ab Februar habe ich ja auch einen 40-Slot-Server. Ja. Von daher. Aber wir können ja erstmal Server hochslotten. So einen Stream machen. Ich kann ja nochmal 2 Slots draufpacken, dann habe ich 6 Slots. Das ist halt dann nicht so spannend, weil nicht alle mitspielen können, das verstehe ich natürlich.
Aber Minecraft hätte ich Bock und Kyrian bzw. Serendipity wollte unbedingt, dass wir mal zusammen streamen und ich kann meiner Frau ja nichts abschlagen, nicht? Sagst du ja nur so. Nein. Sie hat ja auch ihr Anrecht, mit mir zu streamen. So, kurz hier auch Zeug reinpacken. Leder. Pfeile habe ich noch genügend, die packe ich hier rein. Holz lasse ich mal hier. Wie sieht denn das aus? Was brennt denn hier noch? Open. Die Chickens sind schon längst durchgebrannt. Achso, Moment, die könnte ich noch auffüllen. Ne, ich habe... Doch, da oben sind noch. So Leute, ich bin danach mal auf. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Mach's gut, gute Nacht. So. Oh, Stoff, ich habe so viel Stoff. Ich muss mal ein Medpack lernen. Weißt du, dann könnte ich mir die Medic. Na, hier. Wer ist das? Kleines. Ich hab ja nichts eingesammelt an Steinen eben. Wahnsinn. Aber Munition müsste ich mir machen. Gunpowder. Ups. Gunpowder. Noch Metal Fragments, ja, hier 42. Ja, Minecraft könnten wir ja machen. Hätte ich irgendwie Lust drauf. Müssen wir uns überlegen, da gibt es auch so Mods, oder? Bei Minecraft, da gibt es auch so Abenteuer-Maps und solche Sachen. Weißt du, was ich meine? Adventure-Maps. Ja, sowas, dass man mal zu dritt oder viert so gemeinsam so eine Adventure-Map spielt. Das wäre doch eine coole Idee, oder? Für einen Livestream. Das ist ein bisschen interessanter, als wenn man nur bastelt, oder? Mhm. Hinschutz, würdest du auch sowas wie Pete's Meat machen und machen mit dem Kochen? Nee. Ich bin doch nicht der Lanz und kocht hier. Lädst du den Livestream auf YouTube hoch? Ja, den werde ich auf YouTube hochladen. Ich kann noch nicht versprechen, wann der kommt. Also, ob ich das... muss mal gucken. Wenn wir jetzt um 10 nach 8 angefangen haben, wir sind jetzt bei 3 Stunden... Ich würde so wahrscheinlich so drei, was ich, anderthalb, eine Stunde machen, so drei Parts. Das dauert natürlich eine Zeit lang, bis ich das fertig habe. Wie heißt der YouTube-Kanal von meiner Frau? Die hat noch keinen offiziellen YouTube-Kanal. Die macht bis jetzt keine Videos, die zockt nur mit mir zusammen. Was Hiroshito schreibt, ich habe einen Server, willst du auf dem Server spielen? Wir haben 1000 Slot-Server. Was, ein Minecraft-Server mit 1000 Slots? 1000 Slots? Geht das? Minecraft-Server mit 1000 Slots? Ist das realistisch, Herr Cocaine? Ja, gibt es von den größeren Anbietern, die sind dann über mehrere Server im Prinzip verbunden über so einen Hive. Okay, aber man kann doch nicht mit 1000 Leuten gleichzeitig Minecraft spielen, oder? Nee, hey, das sind, also so wie ich das kenne, sind das mehrere verschiedene Server-Lobbys im Prinzip. Okay. Genau, wir können ja Hunger Games machen. Ja, Hunger Games, das wäre auch cool. Das wäre doch bestimmt, das wäre doch witzig. Aber da braucht man halt wirklich einen Server, der mehr Slots hat. Ja, Hunger Games gibt es einige. Da, also ich spiele mal auf Funville EU oder so. Was, ich soll mal eine Aufnahme mit Search and Simulator machen? Ja, das könnte ich mal machen. Meinst du jetzt ein Let's Play oder ein Livestream? Livestream. Livestream Search and Simulator. Ich brauche das nicht zu simulieren. Ja, was das live? Sebastian, geh doch auf Hive. Was? Hive hat über 3000. Wie Hive? Was ist ein Hive? Ist das ein Anbieter? Also ich kenne Hive. Ja, das ist so ein Zusammenschluss. Ah, okay. Von diesen Servern. Also die halt miteinander im Prinzip connecten. Oh, Lucky. Bitte nicht voll spammen. Ich habe dir das schon beantwortet. Ja, Krantelbart und Munda erkenne ich. Beide. Nicht persönlich. Krantl kenne ich persönlich. Oder nicht persönlich, was heißt persönlich? Ich habe mit ihm letztens gequatscht. Und wir haben auch zusammen ein bisschen DayZ aufgenommen. Und Moondai kenne ich nicht. Aber ich glaube, der lässt auch nur gewisse Leute mit sich spielen. Der ist da sehr wählerisch. Weiß nicht, ob er... Außerdem, ich habe doch genügend Leute, mit denen ich spielen kann. Wie viel sind wir eigentlich hier in der Kommune?
1, 2, 3, 4, 5 und die anderen sind alle ausgeflogen, oder? Spricht keiner von euch? Kannst du mich hören? Ja, ich kann dich hören. Okay. Die anderen sind... Okay, sind wir wahrscheinlich farmen. Ja, weil die jetzt auch noch eine Runde machen. Haben wir noch ein bisschen. 20 Minuten werde ich jetzt noch ungefähr streamen. So, tut mir leid. Nur Quelle. Aber das ist schon das zweite Mal, dass du hier spammst. Und das ist jetzt auch die zweite Auszeit. Beim nächsten Mal gibt's einen Bann. Was macht er denn? Ah, der stellt Fragen tausendmal, obwohl du das mit dem Surgeon Simulator schon beantwortet hast. Ah, okay, verstehe. Ja, das ist natürlich sinnlos. Munda ist sehr cool. Wie alles im Leben eine Geschmackssache. Ich mag Munda eigentlich auch ganz gerne. Ich finde, er spielt sehr gut. Also ist ein guter Spieler. Also, besser? Ja gut, also muss ja sagen, Moondai ist ja eine Gruppe. Also das ist ja nicht einer. Ja gut, aber den Daniel, sagen wir mal so. Ja, der Daniel ist halt im Prinzip so das Gesicht von Moondai. Ja. Also ich meine jetzt auch speziell, wenn ich von Moondai spreche, dann den Daniel. Ja, der macht halt auch am meisten. Der macht ja auch die Livestreams und alles. Ja, ist doch, ist ja auch cool und ist ein guter Spieler. Ich habe manchmal bei ihm ein Gefühl oder so, wie ich halt, ich habe den auch lange nicht mehr gesehen, das mag jetzt auch die Zeit vorher gewesen sein. Mir hat da so ein bisschen der Spaß gefehlt beim Zocken. Also der hat mir nicht den Spaß vermittelt, weißt du so. Kann man das so ja, sagen? Das ist, also sehr konzentriertes Spielen, so. Ja, ja. Das ist aber auch eben ausschlaggebend für die, finde ich, weil die halt DayZ und Arma generell eben sehr, sehr taktisch und sowas spielen. Konzentrieren sich halt auch richtig auf das Spiel dann. Mhm. Ja, genau, konzentriert ist es eigentlich. Und das ist mir halt, ich bin ja jemand, ich kann es ja erst nicht gut. Ich spiele ja Rust nicht gut, also ich bin in Feuergefechten eigentlich eher nicht so gut. Ich kann auch DayZ nicht so gut, ich kenne mich auf der Map nicht so aus und so weiter. Aber ich spiele die Spiele, weil sie mir Spaß machen. Und ich glaube, das ist auch mein Problem dann bei solchen Let's Playern, die halt sehr, sehr konzentriert spielen und also, ja, keine Ahnung. Ich sage ja nicht, dass denen das Spiel keinen Spaß macht, nur es kommt bei mir halt da nicht an, weißt du so. Richtig, erklärt das so ein bisschen. Aber ich gucke auch kaum noch YouTube, ja. Ich bin eigentlich mehr am Produzieren und ich habe bei dir Asche auf mein Haupt, das tut mir wirklich leid. Ich habe nicht mitgekriegt, dass du das Let's Play zu Forge Quest angefangen hast. Ach, das macht doch nichts, ich kriege ja von dir auch nicht so viel mit mehr. Ja. Ich mache ja auch kaum noch was. Ja, nee, es liegt einfach generell dran, dass ich einfach... Ich habe mitgekriegt von, Entschuldigung, dass ich abgebrochen habe. Ja, weil du viel zu tun hast, verstehe ich. Ja. Ich habe vorhin die Info gekriegt vom Liquid Duck, der mein Logo auch gemalt hat, dass der Multiplayer für Space Engineers raus ist. Ja, ich weiß, habe ich mit Gorm auch schon mich unterhalten drüber. Ah, da hätte ich ja mal Bock drauf. Hm. Ich hätte auf so vieles Bock, aber... Na, mal gucken, vielleicht stelle ich meinen Kanal so langsam um. Bisschen mehr Minecraft, bisschen mehr Seven Days. Rust wird natürlich weiterkommen, das ist ja wohl Ehrensache. Rust wird weiterkommen, aber mit DayZ bin ich mir nicht sicher und Nether bin ich mir nicht sicher. Wobei DayZ, wenn sich es noch ein bisschen entwickelt, würde ich es wahrscheinlich auch weiterspielen. Aber im Moment ist es halt doch sehr, dadurch, dass du keine Fahrzeuge hast und so weiter. Ist es doch bietet für ein Let's Play nicht so viel. Genau. Also das DayZ ist momentan, also zumindest die Standalone, ist im Prinzip ist ein Livestream-Spiel. Also es ist so, das spielst du live, da kommt es ganz gut an. Aber... Ja. Also deswegen, das sind so Spiele. Nether finde ich auch ganz witzig, aber wirklich so am meisten Spaß macht mir wirklich Rust und Seven Days. Das ist im Moment so meine Favoriten und Minecraft jetzt aktuell mit meiner lieben Frau zusammen. Das sind so die Spiele, die mir richtig Bock machen und ich müsste auch mal wieder ein anderes Spiel reinbringen irgendwie. Ich hätte da irgendwie Bock drauf, weißt du? Ja. So, was kommen denn für Fragen? Was für ein Hero? Was? Minjas Cube World war sehr kruftig und hast du auch sehr gut gezockt. Das liegt
Das liegt dir. Cube World, ja. Ich hab's versprochen. Also, da bin ich, halte ich immer noch zu. Ich weiß nicht, ob ich Kyrion da aktivieren kann. Beim lieben Cocaine würde ich jetzt mal von ausgehen. Wenn Cube World ein Update bringt, werden wir wieder Cube World zocken. Also. Mhm. Papa schreibt gerade, DayZ ist in der Standalone Mist. Die Mod für Arma 2 war viel besser. Ja, das liegt daran, weil die Mod ja schon zu Beginn relativ weit entwickelt war, bevor sie überhaupt erschienen ist. Und die Standalone ist ja, das ist ja eine Alpha, Freunde. Da dürft ihr nicht viel erwarten. Da kommt aber noch einiges. Ja, also ich würde, also meine Vorstellung davon ist, ein Let's Play davon erstmal zu pausieren. Also bis da sich wieder ein größerer Patch auftut oder solche Sachen. Und dann vielleicht da weiter zu zocken. Also ich würde halt gerne auch ein paar andere Spiele mal bringen, anstatt immer die gleichen. Also ich habe im Moment 4 Projekte, beziehungsweise sind es glaube ich mittlerweile 5, oder? Ne, sind 5. Und dann lieber auch mal ein anderes Spiel wie Space Engineers, irgendwie eine abgefahrene Raumstation bauen oder solche Sachen. Da hätte ich irgendwie wird mir das Spaß machen. Und vor allem, das kann man ja auch solo und, also man könnte ja auch alleine dran bauen, ja? Man könnte ja auch mal alleine was zocken. Ja, mal gucken. Was, Lucking, sag Krantelbar, dass ich sein größter Fan bin. Ich habe mehr als 3 Leute überzeugt, Krantelbar zu abonnieren. Naja. Den hier gehen wir auch in die Fabrik rein. Ja, können wir machen, ja. Warnung bekommen. Kann ich Krantelbart ausrüsten, aber wie viele Leute behaupten, der größte Fan zu sein? So. Komm runter, Zombie. Komm von deinem Tank. Oh, ich bin so ein schlechter Schütze. Jetzt habe ich ihn. Kommt der auch runter? Oh, ein Meal. Das werde ich doch gleich mal essen. Was ist mit dir hier, Freund? Kommst du runter? Oh, bist du falsch gespawnt. Komm ich. Oh. Da habe ich es geschafft. Um in seinem blöden Pack ranzukommen. Grüß mal bitte Hiroshitos Mutter, die hat heute Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Hiroshitos Mutter, auch unbekannterweise. Und das mit deinem Server und dass du da auch Mods und sowas drauf machen kannst, das wisst ihr, das brauchst du nicht mehr schreiben. Danke. Was für Mods auf dem Minecraft-Server? Hm? Ja, das ist mir klar, das ist der Motzer. Mach das, ja, renn raus. Wie viel hast du denn, wie viel Red? Ich hab jetzt 400. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal her. Komm mal her. Komm mal zurück. Achso, er hört mich ja nicht. Aha. Na gut. Ich hab jetzt vergessen, V zu drücken. Oh, noch Red Pills gefunden, sehr gut. Ich werde noch tablettenabhängig hier drin in dem Red Town. Ja, Space Engineers würde ich mir gerne angucken. Hast du da auch Interesse dran? Oder ist das nicht so dein Weltraum? Ist Weltraum nicht so dein Thema? Doch, doch, gerne. Was habe ich denn hier gefunden? Eine M4 habe ich gefunden, wie cool. Und Shotgun-Ammo. Lass mal gucken. Ich habe gesehen, dass es über die Webseite das wesentlich billiger gibt, weil du mit Dollars zahlen kannst. Hirnschwarz. Wie lange bist du verheiratet? Hast du Kinder? Nein, Kinder hat er nicht, das weiß ich. Ja, und verheiratet seit 2009. Aber wir sind schon länger zusammen, seit 2000. Ja, bei mir, ich bin weder verheiratet, noch habe ich Kinder. Zumindest nichts alles von denen du weißt. Oh, Schokolade ohne Ende. Oh. Jetzt kriege ich Schaden, weil ich nicht aufgepasst habe.
Moment, habe ich überhaupt noch? Ah, ich habe noch Mohn. So, nehmen wir die Hütte noch. Oh, das Gezwirbel, das geht mir so auf den Nerv. Das ist so ein ätzender Ton. Und es bitzelt so schön im Schritt. Die Radioaktivität. Ah, ist schon alles gelootet. Och man, mir ist alles leer. So, das andere Haus, wie komme ich da rein? Wie ist denn das auf einem Server? Nein, lokal. Für das Let's Play lasse ich das auf meinem Rechner laufen und das langt auch. Ja. Also es läuft gut und für unsere Aufnahme langt's. Es reicht vollkommen. Oh, eine Flashlight. Und nochmal Ammo. Jetzt läuft's ja. Aber wissen wir nicht Blueprints? Ich verstehe das gar nicht, dass hier keine Blueprints sind. Tja. Ist hier nicht was drin? Nein. Was denn? Na, die haut heute einen nach dem anderen raus. Hat er dann geschrieben? Link zu meinem Kanal. Er ist Single, er sieht gut aus, krallt ihn euch, Ladies. Laser Sight, yeah. Oh, jetzt muss ich hier raus. Oh, ich muss mal ganz schnell Bohnen oder sowas reinhauen. Boah. Hab ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich mit Dota 2 angefangen habe? Boah. Dota. Das ist sowas wie League of Legends. Mhm. Kann mir eben besser. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen? Also, was heißt, ich kann nichts mit anfangen? Ich hab's nie ausprobiert, wirklich. Ist auch nicht irgendwas. Also, ich hab selbst immer gesagt, ich fange sowas nicht an. Aber es macht irgendwie Spaß so nebenbei. Mal ein Ründchen zu zocken. Hier, Connor. Connor, hier. Die Hose. Ja, jetzt bin ich hier auf. So. Das spielen ja auch unheimlich viele, gell? Oder? Also solche Spiele werden ja, ich glaube, so League of Legends und so weiter, das wird ja ewig gesuchtet in der Jugend. Oder? Also solche Spiele sind ja sowas von beliebt. Was wir jetzt, ich Weltmeisterschaften, hallo? Ja. Richtige Championship, da geht's um Tausende von Dollars. So, jetzt bin ich unter 500. Oh, naja, noch eine M4 gefunden. Ist Minjas noch bei der Runde? Ja, ja. Ihr habt mich nur alleine gelassen hier. Was? Er sagt gerade, Dota ist eher Age of Empire, echt? Oder ja, was war das bitte? Nicht. Also Age of Empire habe ich ja damals gespielt, aber das ist halt auch schon sehr lang her, ne? Wie alt wir sind. Ich bin 39. Ich bin 12. Die Leute sehen ja gar nichts. Warum sagen die denn nichts? Livestream ist ja tiefschwarze Nacht. Ich sehe was. Ja, ein bisschen, gell? Ich mach mal ein bisschen. Ich gebe euch nochmal auf die letzten paar Minuten ein bisschen Licht. So. Muss nur wieder zur Base finden. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich bin lost. Lost. Ja, das stimmt. Am Anfang war Warcraft 3, dann kam die Mod und daraus hat sich dann die eigenständigen Dinger entwickelt. Wo bin ich jetzt hingelaufen? Bin ich blöd? Ich habe mich irgendwie verlaufen. Ach, da oben ist die Straße. Sehr gut. Dota ist League of Legends sehr ähnlich. Ja, das meinte ich ja. Das ist
Das ist auch meine Information gewesen. Spielprinzip ist sehr ähnlich, aber gibt halt schon wesentliche Unterschiede. Und es gibt ja Neues jetzt bald. Strike, irgendwie sowas. Da wurde hier Beta-Keys angeboten bei uns im Netzwerk. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Bei Dalukart auf dem Kanal könnt ihr euch das angucken. Irgendwie so ein neues. Die nennen sich ja MOBA-Games. Ich weiß gar nicht, was ist das eigentlich, MOBA? M-O-B-A. Ich glaube, Massive Online Battle... Muss gucken. Access. Multiplayer Online Battle Arena. Arena, okay. Oder auch ARTS genannt, also Action Real-Time Strategy. Okay. Die Musik finde ich schön im Hintergrund. Wirklich, müsste ich mal langsam wieder lauter machen. Hör nichts. Sehr leise habe ich es auf den Ohren. Ja, ich höre gar nichts, weil ich ja den Stream... stumm habe, okay. Ja. Ich habe übrigens endlich ein paar Kopfhörer, die ich lange tragen kann, ohne dass mir die Ohren wehtun. Scheiße. Bin zu weit gelaufen, glaube ich. Ja, ich bin zu weit gelaufen. Ich habe mir ein paar Sennheiser gekauft, die sind sehr angenehm. Oh, ich bin noch mit meinem Logitech zufrieden. Die sind halt geschlossen, gell? Man wird relativ abgeschirmt von außen. Richtig, ich höre fast nichts nach außen hin. Mhm. Wow, die Base wird ja immer größer hier. Hammer. Cool. So, bin wieder zurück. Endlich am warmen Feuer. Quiki schreibt gerade, fand das erste Age of Empires am besten. Zweite war auch nicht schlecht, dann hat er gedacht, kauft er sich noch das Dreier, aber das war richtig schlecht. Ja, ging mir ähnlich. Ich mag diese 3D-Engine bei den neueren Strategiespielen nicht mehr so. Fand die früher einfach viel besser mit der 2D-Ansicht. Ich hatte gerade Ton auf den Ohren über Teamspeak, deswegen. Wo ist denn der liebe Bierfuß? Der ist gerade online gekommen. Der ist gerade. Bist du da? Weil ich würde jetzt langsam den Stream beenden. So, was hast du für eine Waffe eigentlich, Ghost Shot? Eine M4. Eine M4, prima. Bierfuß hat eine M4. Andi hat auch sowas wie eine Waffe in der Hand. Die Bio-Batterie. Wir waren eben mit mir unten im Redfield. Irgendjemand war eben unten mit, was ist X-Ray? Nee. Bio-Batterie, gell? Bio-Batterie. Ja, warte mal. Ja. So, habe ich unten gefunden. Kannst du dich verteidigen? So, ich würde mich gerne ausloggen. Geil, danke. Gerne. Bei Bierfuß im Haus hast du angeboten. Bin ich etwas sicherer. Das wäre cool. Dann lasse ich den Kram an meiner Hütte, beziehungsweise ich räume noch ein bisschen. Ich habe nichts Wichtiges dabei. Ich hätte auch eine Kiste für dich. Ja, eine Kiste. Achso, du hast eine Kiste bei dir. Ja, dann packe ich da was rein, genau. Würde mich jetzt gerne verabschieden hier an dieser Stelle. Wir haben jetzt 20 vor 12. Fast 4 Stunden gestreamt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Jungs. Wirklich. Fand ich klasse. Fand ich echt super. Und ich finde es geil, was hier entstanden ist in der Kürze der Zeit. Und vor allem finde ich es super, dass sich jeder benommen hat. Das ist wirklich sehr geil gewesen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und das werden wir auf jeden Fall wiederholen. Was hast du von mir? Also werden wir auf jeden Fall machen. Ich laber die ganze Zeit mit B, Entschuldigung. So, ich habe eben nicht V gedrückt. Ich habe eigentlich mit euch gesprochen, die ihr im Spiel seid. Ich würde mich jetzt bei Bierfuß im Haus ausloggen. Mal gucken, ob wir, wenn wir demnächst zusammen spielen... wie komme ich bei Bierfuß wieder raus? Ich habe Türen geschert. Du hast Türen geschert, super. Danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke an euch alle, die ihr seid. Ich finde es total geil, dass hier in der Kürze der Zeit so eine kleine Siedlung entstanden ist. Und auch vor allen Dingen danke an alle, dass jeder anständig war und nicht hier rumgetrollt hat oder solche Sachen. Finde ich toll. Also wirklich, hat mir sehr viel Spaß gemacht und das werden wir auf jeden Fall wiederholen. Ihr könnt ja hier weiterspielen. Baut die Stadt weiter aus, beschützt unsere Sachen. Wäre cool, wenn ich demnächst online komme, ist noch was da. Wenn es nicht so ist, dann machen wir im nächsten Stream einfach, bauen wir was Neues auf. Ich meine, es ging ja doch sehr schnell. Guck mal, wir haben jetzt in 3-4 Stunden haben wir eine kleine Stadt gebaut, haben uns gegenseitig geholfen. Vielen Dank dafür. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke auch. Erstmal ein paar Salutschüssen. Können wir machen zum Abschluss. Dann alle 3, 2, 1, Feuer!
Sehr schön. War doch witzig. Ey, Vorsicht mit deiner Axt. Es waren keine Salutschüsse und Salutschläge brauchen wir nicht. Goodie. Aua. Sorry, das war kleiner Fail. Ich hab zu Waffe gewechselt, sorry. Okay. Goodie, dann Bierfuß, gehen wir bei dir in die Hütte, oder? Ihr könnt ja noch weiter zocken. Ich bekomme bestimmt mal in der Woche irgendwann mal online, um zu gucken, ob meine Hütte da noch steht. Und ja, dann demnächst. Und der nächste Termin ist auf jeden Fall Planet Side 2. Wer Bock hat, wir sind bei den Wano Souveränität, die Lilanen in Planet Side. Und der Server müsste Kobalt sein. Aber ich mache da auch nochmal ein Infovideo. Wenn ihr Bock hat, macht euch da einen Char und dann könnt ihr am nächsten oder übernächsten Wochenende mit mir zusammen zu zocken. Wir schauen mal. Wird wahrscheinlich ein Samstagabend werden. Dann viel Spaß noch und eine gute Nacht. Ich logge mich jetzt hier aus. Auch gut. Tschüss. Ciao. 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 So, vielen Dank, Bierfuß. Dann, ich werde mich mal hier ausloggen. Und bis demnächst. Okay. Jo, bye. Tschüss. Tschüss. So, da bin ich raus auf dem Server. Auch nochmal alle, die hier im Stream dabei waren und sind jetzt noch über 150 Leute. Vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich da wart und ich werde es demnächst wieder so machen, wenn ich einen Stream starte, dass ich ein paar Stunden vorher versuche, ein Video hochzuladen, weil das hat anscheinend doch mehr Leute aktiviert, als es jemals der Fall war. Ich bin wirklich stolz, dass hier über 200 Leute dazugekommen sind. Danke dafür, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen auch vielen, vielen Dank hier an Cocaine und an Snuddy, dass ihr mir hier die Bots gemacht habt oder gestellt habt. Das war wirklich sehr hilfreich. Und mal gucken, dass ich dann demnächst hier noch so einen Nightbot oder sowas aktivieren werde. Dass das ein bisschen weniger Arbeit ist und mehr Lesen und vielleicht so zum Zusammenzocken dann auch leichter wird. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Euch ein schönes Wochenende, vor allem einen schönen Sonntag. Schlaft schön aus. Und dann bis zum nächsten Mal in einem meiner Let's Plays oder im nächsten Livestream. Hat mich sehr gefreut. Macht's gut, gute Nacht. Darf ich ganz kurz Werbung machen? Ja, klar, natürlich. Ich bin schon gespannt, was kommt. Ah ja, alles klar. Super. Dauert noch einen Moment, er muss mir noch kurz Nightbot erklären. Aber spätestens um 0 Uhr geht's beim lieben Cocaine weiter. Genau, könnt ihr weitergucken, genau. Schaut beim lieben Cocaine weiter. Was gibt's denn überhaupt bei dir jetzt auf dem Kanal? Das werde ich jetzt spontan entscheiden. Es scheint Arma 3 Altes Live zu werden oder alternativ DayZ. DayZ, ja, das ist ja auf jeden Fall attraktiv. Da habt ihr dann DayZ. Guckt beim lieben Cocaine weiter, abonniert seinen Twitch-Kanal, abonniert auch seinen YouTube-Kanal. Und ja, dann könnt ihr da noch ein bisschen DayZ gucken, für die, die heute nicht DayZ, sondern Rust bekommen haben. Aber mir hat es sehr, sehr viel Laune gemacht diesmal. Ja, dann sind wir am Ende, würde ich sagen. Dann, so gegen 12 Uhr beim lieben Cocaine geht's weiter. Kannst ja nochmal den Link posten, falls das jetzt hier irgendwie durchrutscht oder jemand da noch dazugekommen ist. Und dann, genau. Super, eine gute Nacht euch. Bis zum nächsten Mal. Schlaft gut. Tschüss. Tschüss.